Oh, servus meine Freunde, SMLDS hier und auf Anfrage jetzt das Deck Featured zu dem Chainburner Deck, zu dem ich auch ein Featured Match habe. Das Featured Match werde ich unten in die Beschreibung mit reinposten. Und ja, ohne weitere Umschweife kommen wir direkt zur Deckliste. Das Ganze fängt an mit einem Marshmallow und einem Arcana Macht 0 Dana. Ich spiele keinen Reaper, weil Arcana Macht 0 Dana und Marshmallow beide leichter auf dem Feld bleiben und nicht so schnell sterben, durch zielende Effekte zum Beispiel. Außerdem macht Marshmallow noch 1000 Schaden im Idealfall. Und ja, sind beides coole Monster. Morphing Jar für den Handkartennachschub, drei Lava Golem für zusätzlichen Schaden und um gegnerische nervige Monster wegzukriegen. Und drei flinke Vogelscheuchen hier, die eben weiteren Schutz geben und immer mir einen zusätzlichen Zug kaufen sozusagen. Dann an Zauberkarten spiele ich zwei Kettenschlag, klarer Fall, Chainstrike. Chainstrike ist eh eine gute Karte, die einfach bis zu 2400 Damage im Regelfall macht und in dem Fall in das Deck perfekt reinpasst. Dann drei Topf, dass ich für die Ketten immer alles aussuchen kann, was ich brauche. Oder eben den Schutz oder einen Lava Golem für die nächste Runde, so dass ich praktisch flexibel bin und für die richtige Situation die richtige Burner-Karte oder die richtige Schutzkarte kriege. Scapegoats, einfach weil sie auch eine gute Schutzkarte ist und mindestens einen Zug Schutz bietet. Meistens sogar mehr, wenn der nicht gerade schon ein volles Feld hat und gleich in einem Zug alle Tokens erkriegt. Dann spiele ich im Moment zwei schreckliche Feuer. Schreckliches Feuer ist eigentlich im Moment nur als Tech drin. Da könnte ich alles mögliche andere spielen, aber sie macht halt auch einfach konstante 1000 Schaden. Die 500 bei mir sind meistens nicht so schlimm. Dann die Fallen. Spiele ich zwei Accumulated Fortune. Coole Draw-Karte, Kettenglied 4 oder höher, darf ich zwei Karten ziehen. Braucht man eigentlich nicht viel dazu sagen. Ich mache eh viel mit Ketten, da kommt die öfters gut. Dann 3 Dimension Wall und 2 Magic Cylinder, falls ich mal kein Monster habe, dass es dem Gegner schön Direktschaden gibt. Vor allem geil ist das mit Lava Golem. Packst du mit Lava Golem hin, 1000 Schaden in das Standby Phase und wenn er angreift, nochmal 3000 hinterher ist, der hält der Life Points schon mal weg. Dann spiele ich einen Krug der Gier und eine Leiche von Nethergarazu. Jeweils eine, weil ich für Chainstrike und Verkündete Fortune ja unterschiedliche Namen in der Kette brauche und die Karten im Prinzip beide das gleiche tun. Dann spiele ich als Damage-Karten noch Just Deserts und Secret Perils, die beide sehr viel Schaden durchdrücken. Vor allem Just Deserts mit Oyama Trio macht eben bis 2,5 und Secret Peril je nach Hand und Backrow vom Gegner auch bis zu 3000 locker. Und drei Reckless Greed, weil ich viele Handkarten brauche, dass ich viele Damage-Karten auf einmal durchdrücken kann. Und dann noch drei Roars für Schutz. Das war's vom Main Deck. Ist sicher auch noch nicht komplett ausgereift, der Build, aber läuft so schon recht konstant und war einfach mein erster Rohbuild, den ich mal zusammengeschmissen habe, um dieses Feature hochzuladen. Im Side spiele ich testweise einfach mal Deck Destruction mit zusätzlicher Burn-Option Didi Dynamite. Didi Dynamite ist sowieso eine coole Karte, die extrem viel Schaden durchdrücken kann, wenn ein paar Nadelwürmer oder ein paar oder Necrophase ein paar Mal durchgekommen sind. Die macht, wenn ein Necrophase durchgekommen ist, einfach fix 1500 Schaden. Das ist schon ziemlich stark. Und mit Makrokosmos Nadelwürmer macht sie einfach nochmal jedes Mal 1,5 mehr. Also die passt ziemlich gut in das Deck. Ansonsten ganz normal Deck Destruction Burn. Extra Deck brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Da habe ich immer nur irgendwas reingeschmissen. Würde ich nicht beachten an eurer Stelle. Und das war's auch schon wieder vom Deck-Feature. Jetzt freue ich mich über Verbesserungsvorschläge oder sagt mir einfach so, was ihr von dem Deck haltet. Erstmal den ES, ich bin draußen.